Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um mein neues Pedelec. Nicht zuletzt dank eurer Hilfe. Ich hatte euch ja gebeten, mir Tipps zu geben, was ich mir da anschaffen soll, was für einen Antrieb und so weiter. Also nicht zuletzt dank eurer Hilfe habe ich mich jetzt endlich mal entschieden. Und ich habe auch noch Glück gehabt, dass ich eins bekommen habe. Pedelec ist ja ein richtiger Boom momentan. Und ich bin so eine Standardgröße, 1,75 Meter, 51er Rahmenhöhe. Das ist so ziemlich fast jeder, der ein Fahrrad kauft. Offensichtlich, weil da waren gar nicht mehr so viele von da. Aber da ist das gute Stück und das stelle ich euch mal im Einzelnen ein bisschen näher vor. Mein Cento 11 Plus aus dem Hause KTM wird angetrieben von einem Bosch Performance Line CX Motor der vierten Generation. Als Akku habe ich einen Powertube mit 625 Wattstunden horizontal verbaut. Display, das Bosch Intuvia, das wollte ich direkt aufrüsten. Ich möchte das Bosch Neon 2021 haben, ist momentan leider noch nicht lieferbar. Ich habe mich schon eine Warteliste eintragen lassen. Ich hoffe mal, dass ich das so Ende Mai, Anfang Juni dann einbauen kann. Als Schaltung ist hier eine Shimano Deor 11-Gang Shadow Plus Schaltung verbaut. Fürs bequeme Fahren gibt es vorne eine Federgabel von Suntour. Als Bereifung habe ich jetzt die Schwalbe Energizer Plus Performance Green. Das ist doch mal ein Name. Gebremst wird das Ganze mit Bremsen aus dem Hause Shimano, die in MT200 Scheibenbremsen. Richtig bequem Sitzkomfort habe ich jetzt durch diese Parallelogrammstütze von der Firma Suntour, gehört auch zur Grundausstattung bei diesem Rad. Und auch nicht ganz unwichtig für die Getränkeversorgung unterwegs, meine beiden Flaschenhalter. Ich habe von meinem normalen Tourenrad ja schon meinen Sattel rübergebaut, meinen Brooks Flyer Edge und auch meine Lenkergriffe, die Ergon GP5. Ganz unwichtig war für mich jetzt ja auch nicht, die Möglichkeit mit dem Rad Gepäck transportieren zu können. Ich hatte ja in meinem Hilfevideo erwähnt, dass mir diese Gepäckträger, ich sag mal Deko-Gepäckträger von Riese und Müller und so weiter, da nicht so den vertrauenserweckenden Eindruck gemacht haben. Ist natürlich Quatsch, die halten genauso Gepäck wie der, den ich jetzt habe, auch. Nichtsdestotrotz bin ich mit dem ganz zufrieden, weil ich die Gepäcktaschen hier ein bisschen tiefer einhängen kann, dann oben quer auch noch eine drauflegen kann. Da bin ich ganz gut mit zufrieden. Am Ende des Tages muss ich natürlich gucken, dass ich das Rad auch nicht überlaste mit dem, was ich da mache. Also hier darf ich insgesamt 142 Kilo draufpacken, also das Radgewicht. Das waren heute Morgen 29 Kilo, so wie es da steht, habe ich gewogen. Dann der Swobo selber, der wiegt ja auch ein bisschen was. Und das Gepäck halt dazu. Ich kann auch gut 20 Kilo zupacken, wenn ich mich von den 142 Kilo und die 29 Kilo Rad abziehe. Ihr wisst jetzt auch ungefähr, was ich wiege. Und das dürfte aber reichen. Viel mehr muss ich ja auch nicht durch die Gegend fahren. Da muss man sich vorher ein bisschen mehr Kopf machen, was man so mitnimmt. Ich habe mir jetzt auch mal einen neuen Spiegel gegönnt. Ich hatte das Problem, wenn das Rad hinfällt oder der Spiegel steht halt ein bisschen über, wenn man so an der Hauswand nah vorbeifährt, dass man dann schon mal aneckt. Und der hier hat den großen Vorteil, ich kann den hier einfach so wegklappen und dann ist er nicht mehr im Weg. Und ich kann den einfach zurückklappen, der klickt dann da ein. Und hält dann. Also von hier so gesehen, so ist das halt locker. Und so klack, die Einstellung, die ich halt eingestellt habe. Das Ding ist tippitoppi, bin ich sehr gut mit zufrieden. Warum ist es jetzt am Ende doch eine Kettenschaltung geworden? Ich habe mich im Zweiradhandel dann nochmal beraten lassen. Und Nabenschaltung mit Riemenantrieb war ja so eigentlich meine Wunschvorstellung, aber da sind auch gewisse Belastungsgrenzen. Wenn ich also wirklich mit Gepäck und dann 140 Kilo Gesamtgewicht das ganze Ding belaste, dann der Motor gibt die Kraft über die Kette an die Nabe hinten dann weiter und da kommt schon ordentlich was an Kraft zustande. Und die Nabenschaltungen sind ja primär nicht für Pedelecs gebaut, das sind ja normale Fahrradnabenschaltungen. Und ob die Belastungen da auf Dauer gut sind für so eine Narbe, das sei mal dahingestellt. Ich habe mich jedenfalls so beraten lassen, dass die Kettenschaltung halt die sichere Seite für mich ist. Wenn da was ist, kann ich auch selbst was dran machen. Und die 1:1 Kraftübertragung dann ans Hinterrad, ohne irgendwelche Getriebezahnrädchen, die da ihren Geist aufgeben können, war für mich dann am Ende des Tages vertrauenserweckender. So ist es halt die Kettenschaltung geworden. Ich freue mich schon auf die erste richtige Tour mit meinem neuen Pedelec und ich hoffe auch, dass ihr mich dann dabei begleitet. Wenn ihr noch Fragen zu meinem Rad habt, dann stellt die mir doch fleißig in den Kommentaren. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer und wer noch nicht hat, darf gerne abonnieren. Also bis denn, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, euer Swobo. Tschüss.